Wie zeigen wir unsere Liebe gegenüber dem Herrn? Jesus hat Petrus dreimal gefragt, ob er ihn liebt. Er bejahte es jedes Mal und dennoch hat er ihn verleugnet. Ist es uns auch manchmal peinlich, unseren Glauben zu bekennen? Halten wir uns manchmal lieber aus Gesprächen über den Glauben raus, um komische Fragen auszuweichen? Jesus fordert Petrus auf, sich in seinen Dienst zu stellen. Das Gleiche wünscht er sich von uns auch. Wenn wir uns dazu entscheiden, schenkt er uns die nötige Kraft. Er sorgt sich um uns und gibt uns die Gewissheit, dass es sich lohnt, für sein Werk und seine Göttlichkeit aktiv zu sein. Er ist für uns da. In jedem Augenblick ist Gott als Schöpfer, Jesus als unser Freund und der Heilige Geist als unser Verbündeter bei uns. Deshalb hab keine Angst. Die Entscheidung für Gott ist immer die richtige Entscheidung. Gott ist für uns auferstanden und hat uns die Sünden vergeben. Wie geht es uns dabei, jemanden zu vergeben? Nicht leicht, aber wir machen es aus reiner Liebe zu demjenigen oder dem Freund. Auch Jesus Christus macht das so. Er hat uns lieb und wir ihn. Zeigen wir ihm unsere Liebe, indem wir beten und Nächstenliebe zeigen. Wenn wir in der Kirche sind, ist auch keiner mehr böse auf jemanden. Dort genießen wir einfach die Gemeinschaft und das Beisammensein. Es ist zwar zurzeit schlecht, aber freuen wir uns darauf, wieder gemeinsam zu singen und in die Kirche zu gehen. Das heutige Wort steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ostergeschehen. Nach der Auferstehung zeigte sich Jesus den Jüngern. Auch wenn Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte und er dies bitter bereute, war es ihm ein Herzensbedürfnis, Begegnung mit Jesus zu haben. Als Jesus Petrus fragte, ob er ihn lieb hätte, kannte er die Antwort schon. Trotzdem fragte er Petrus. Aufgrund seiner tiefen Liebe übertrug Jesus Petrus eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, nämlich sich um die Herde Christi zu kümmern. Diese Situation zeigt uns, dass unsere Schwächen und Fehler uns nicht davon abhalten sollen, die Nähe zu Christus zu suchen. Im Gegenteil, wir sind dazu aufgefordert, unsere Liebe zu Christus in Wort und Tat zu zeigen. Abschließend dazu fiel mir ein schöner Spruch in die Hände. Wenn du willst, dass dein Nächster an Gott glaubt, dann lass ihn sehen, was Gott aus dir gemacht hat.